Und der Prozess hat schon begonnen. Bisher sind es die intellektuellen und kreativen Fähigkeiten des Menschen, die ihn von anderen Lebewesen und Maschinen unterscheiden. Was, wenn uns diese Eigenschaften nun streitig gemacht werden? Mein Name ist Dr. Enongo Lumumba Kasongo, auch bekannt als Samus. Ich bin Rapperin, Produzentin und Dozentin an der musikalischen Fakultät der Brown University. Ursprünglich haben mich diese ganzen KI-Diskussionen nur am Rande interessiert. Ich habe schon zugehört, beobachtet, gelesen. Richtig eingeschaltet habe ich mich erst, als ich gemerkt habe, was an der Schnittstelle von Hip-Hop und KI passiert. Da wurde mir klar, diese Sache entwickelt sich wirklich schnell. Letztes Jahr haben wir über eine Art KI-generierten Rapper gesprochen. Und dieses Jahr wurden die Stimmen von Künstlern wie Drake und The Weeknd mit Hilfe von KI geklont. Die Geschwindigkeit, mit der das zu einer unmittelbaren Herausforderung für Künstler geworden ist, ist besorgniserregend. Artists is very alarming. Für Leute wie mich, die von ihrer Kunst leben können, aber nicht zur Top-Liga der Musikindustrie gehören, für uns gibt es einen Weg, unter dem Radar zu bleiben und weiter unserer Arbeit nachzugehen, weil es ums Experimentieren geht. Es geht darum, verrückte Dinge auszuprobieren, während es bei KI um den Durchschnitt geht. Diejenigen, die Ungewöhnliches und Überraschendes tun, werden auch in Zukunft erfolgreich sein.